Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Der Sultan ist auf dem Vormarsch, zumindest hier in Italien an der Hauptfront. Unsere Frankreichfront ist noch nicht eröffnet, weil die Truppen erstmal hier ihre schwarze Flagge verlieren müssen. Und hier oben, da mussten wir zwei größere Armeen abwehren. Deswegen ist da erstmal ein bisschen Erholungszeit gefragt. Ich habe mir überlegt, diese fast reparierte Flotte werden wir mal in den Golf von Venedig schicken, wo sie einfach so ein bisschen Aufklärung betreiben können. Und dann lassen wir mal weiterlaufen und schauen mal, wie jetzt hier das mit der Blockade läuft. Aha, er teilt die Flotten tatsächlich so ein, dass sie überall 100% Blockade haben. Das ist ja eine feine Sache. Dann gucken wir mal hier, die Belagerung hier unten ist gewonnen. Dadurch müssten wir doch, weil das eine Festung ist, den Rest hier automatisch zurückgewinnen, oder? Ja, genau. Das heißt, nur hier müssen wir noch zurückerobern. Sehr schön. So, hier wollten wir Schiffe hinschicken, damit wir die Armeen einschiffen können, aber die sind noch nicht da. Dafür laufen die Armeen mal munter weiter, aber das ist ja auch in Ordnung so. Und hier ist der Vormarsch auf Florenz im Gange. Da sind 5000 Mann, die jetzt werden einfach mal angegriffen und überrollt, würde ich sagen. Ich hoffe, da sind keine großen Feindarmeen in der Nähe. Nein, sind sie nicht. Hervorragend. Dann wird diese kleine Armee sofort vernichtet. 5000 Mann wieder. Und was haben wir denn hier? Technologie ist... Oh ja, die nächste militärische Technologie ist auch dringend nötig. Wir erfinden das Gewehr. Die Schwäche der Muskete war die Tatsache, dass sie jenseits von 45 Meter äußerst ungenau war. Das Gewehr, auch wenn es niemals eine Standardwaffe der Infanterie war, trug dazu bei, dass die Eliteeinheiten über eine größere Reichweite verfügten, was der Armee eine insgesamt bessere Schlagkraft verschaffte. Infanterie, Fernkampf plus 1, Kavallerie, Nahkampf plus 1. Sehr schön. So, sind wir alle da, wo wir hinwollen? Ihr... Halt, wir nehmen mal wieder den nächsten Tag. Ihr geht mal aus dem Gewaltmarsch raus. Ihr anderen steht, denke ich, richtig. Ja, bin damit ganz zufrieden soweit erstmal. Aber hier haben wir Verluste. Das wollen wir nicht. Da müsst ihr erstmal hier warten. Geht da nicht anders. Gut, ich würde gerne, dass die Armee sich hier noch ein bisschen erholt, bevor wir vormarschieren. So. Problemchen ist, wenn die rauskommt, hoffe ich, dass die trotzdem dort bestehen kann. Obwohl wir uns jetzt hier aufgeteilt haben, aber ich bin guter Dinge. Gut, dann warten wir mal. Halt, wie sieht es jetzt aus mit den Transportschiffen? Die sind immer noch nicht da. Wo sind die denn? Doch, die sind... Wo ist die Transportflotte? Wo sind unsere Transportschiffe? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Armeenflotten. Transportflotte. Ach, da ist die. Okay. Alles klar. Ja, dann schicken wir dort auch mal unsere Armeen hin. Nicht, dass sie jetzt hier vorbeilaufen. Das wollen wir auch nicht. Du wartest dort. Du wartest dort. Und du wartest dort auf das Abholen durch die Flotte. Okay, da oben passiert nichts weiter. So, jetzt sind sie da und jetzt gucken wir mal, ob das so planmäßig klappt. Ihr geht auf die Schiffe und die Schiffe fahren raus, sind jetzt immer noch geblackflaggt. Ich will es einfach mal ausprobieren, Leute. Ich bringe es jetzt mal wieder an Land. Ja, sie sind immer noch geblackflaggt, alles klar. Gut, dann bringen wir sie jetzt erstmal hier an Land. Und da müsste das Thema dann gegessen sein. Lassen wir die hier auch ankommen. Ab auf die Schiffe. Und ab an Land. Gut, was sehen wir hier? Im Moment noch nichts. Hier beginnt die Belagerung und beginnt bei 7%. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. So, die Blockaden laufen. Und wir haben möglicherweise einen italienischen Techniker, den wir anheuern können. Zwischen 1450 und 1600 waren italienische Belagerungstechniker hochbegehrt. Sie sollten den Militärs Europas die Feinheiten der Trace Italiene beibringen. Wir können ihn einstellen. Interessiert uns aber eher wenig, ehrlich gesagt. Wir könnten den Preis neu verhandeln. Immerhin bekommen wir militärische Macht dadurch. Insofern
aber müssten 1000. Ah, nee, komm. Dann nehmen wir, glaube ich, schlagen wir es lieber aus. Den brauchen wir jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Italienische Techniker. Wir haben eigene gute Techniker. So, wir kontrollieren die ersten Provinzen, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Und hier haben wir mal wieder eine französische Armee im Anmarsch. Tja, irgendwann muss man sich vermutlich entscheiden. Will man jetzt vorgehen oder will man immer wieder die Armeen der anderen, also der anrückenden Mächte bekämpfen? Passt mal auf, wir machen mal Folgendes. Ali Rumi wird jetzt Anführer dieser Armee. So. Diese Armee beginnt jetzt hier den Vormarsch. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Eigentlich könnten wir überall mit Gewaltmarsch agieren, fällt mir gerade auf. Also im Gewaltmarsch. Den Vormarsch auf Hessen. Das wird unterstützt durch euch. Ihr geht nach Kosel. Durch euch. Ihr geht nach Würzburg. Und durch euch, ihr geht nach Mainz. Okay, so geht das dann seinen Gang. Festungsstufe 6 ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Und hier werden wir mit von irgendwo aus angegriffen, vom Kirchenstaat. Wo haben die jetzt gerade eine Flotte? Sehe ich nicht. Das ist der Nachteil, dass hier alles. Ach so, es ist dieses eine Schiff. Das sollte keinen Ärger machen. Gut, und diese französische Armee lassen wir einfach mal französische Armee sein. Die wird sich an einer unserer Festungen einfach abarbeiten können. Okay, Umbrien ist besetzt. Die Pfälzer kommen hier auch. Und die Briten sind Verteidiger des Glaubens. Hier sind wir bei 7% nach wie vor. Aber der nächste Tick kommt. Bleiben wir mal hier. Ja. Nein, nicht ja. Drei Schiffe des Kirchenstaates können wir erledigen, weil wir sie rausgetrieben haben. Das ist hervorragend. Urbino ist besetzt. Die Schiffe sind erledigt. Doch, wir sind bei 28%. Das hat doch was gebracht, der Tick. So, die marschieren natürlich jetzt blöde. Die Armeen sind jetzt endlich wieder da, wo sie sein sollten. Dann können wir sie wieder auf die Schiffe bringen. Und dann beginnt jetzt gleich die Eröffnung der Frankreich-Front, indem wir sie hier hinbringen und dann dort ausschiffen. Gut, ihr wartet dort, beziehungsweise eigentlich könnt ihr sogar hier hin marschieren. Dann ist es sogar näher für den Transport. Und hier ist die neue Einheit fertig. Aber eigentlich sollten da noch weitere 3000 Mann folgen. Aber es sind hier auch noch gar nicht alle der Rekrutierung abgeschlossen. Müssen wir ein bisschen Geduld haben. So, hier sind die Franzosen, die kommen auf uns zu. Jetzt heißt es wieder Obacht geben. Aber wir stehen ganz gut. Müssen wir mal abwarten, wo die jetzt hinmarschieren. Das machen eigentlich hier die Bayern. Die stehen da nur rum. Gut, dann passen wir jetzt besonders auf die Franzosen hier auf. Okay, sie wollen direkt hier, wenn ich das richtig sehe, in Florenz angreifen. Ja, das ist okay, da haben wir auch unseren besten General, habe ich nichts dagegen. Dann gehen wir hier rein oder wir warten mal ab, bis sie drin sind, bis sie nicht mehr zurückkommen. 22. Februar, weil die Schlacht, die werden wir doch souverän hoffentlich gewinnen. So, dann gehen wir jetzt hier mit rein. Mit Gewaltmarsch. Und sicherheitshalber rücken wir hier nochmal auf. Man weiß ja nie, ob es nicht doch knapp wird. So, die Blockaden laufen alle. Das gefällt mir. Und die marschieren vor. Und hier sind auch noch Franzosen, die vormarschieren. Aber das ist egal, das haben wir ja gesagt, das ignorieren wir jetzt. Wir vertrauen unseren Festungen. Wir gehen jetzt ebenfalls in den Vormarsch. Wir müssen bloß aufpassen, aber die Armee, die ist ja eine Festungslinie, die kann nicht so einfach überschritten werden. Eigentlich müsste er jetzt Herjeck belagern. Ja. Gut, bleiben wir mal hier bei dieser Schlacht. So. Minus 1 ist natürlich auf unserer Seite, weil die Festung in der Gegenhand ist. Und ich sehe gerade, der König kämpft selbst. Ludwig der Achte. Ludwig der 13. Entschuldigt. Was erzähle ich für einen Quatsch? So, unsere Verstärkung ist da.
Ja, ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Mehr brauchen wir erstmal nicht hineinführen. Was ist besetzt? Aha, das hier unten. Das heißt, wir können hier... Gehen wir erstmal wieder zurück hier nach Kairo. Da sind wir ein bisschen flexibler. Hier oben ist nichts Schlimmes. Hier ist es lustig. Die 21.000 können noch nicht mal einen Belagerungsfortschritt hier erringen, weil wir die Festung so gut ausgebaut haben. Das ist hervorragend. Bleiben wir bei der Schlacht hier gegen die Franzosen. Die viele, viele Männer verlieren, weil Numan Kara diesmal hervorragend kämpft, außer beim letzten Gefechtstag. 21.000 erledigt auf der Gegenseite. Sehr schön, das war erfolgreich. Gut, dann ziehen wir uns wieder zurück. Und hier natürlich ebenfalls. Damit die Belagerung weitergehen kann. So, was machen unsere Transportschiffe? Die sind noch nicht dahin, wo sie sollen. Da geht es also noch nicht weiter an dieser Stelle. Aber hier haben wir jetzt bald unser Ziel erreicht. Genau. Hessen. Mit einer großen Festung muss belagert werden. Mal gucken, ob der Gegner hier was hat. Da müssen wir natürlich jetzt auch mal aufpassen. Es wird immer komplizierter, alles im Blick zu behalten. Dalmatien wird von der Pfalz besetzt, aber sie müssen hier auch schon wieder zurückmarschieren, weil sie merken, sie kommen hier durch die Festung nicht durch und weil sie vielleicht Nachricht bekommen haben, dass ihre Heimat in Gefahr ist. So, die 40.000 bringen wir jetzt hier ran. Die 40.000 hier. Ah, feindliche Festung ermöglicht es nicht, dass ich dort anlande. Hä, was ist denn das für ein Quatsch? Ich müsste doch frei anlanden können. Das kann doch nicht sein. Na gut, dann müssen wir beides hier rausbringen. Ich hoffe, das geht. Ich meine, wenn man eine Armee da rausbringt, müsste man auch die zweite da rausbringen können. Verstehe gerade ja gar nicht. Er zeigt mir das irgendwie nicht an. Oder habe ich hier die falsche immer? Komisch. Die Franzosen kommen da natürlich jetzt. Es ist unschön. Mit 40.000 Mann. Oh, was war das? Eroberers. Ah, das war der Nachfolger geworden. So, was ist denn jetzt? Kriege ich hier die andere Armee raus oder nicht? Ich habe immer die falsche angeklickt. Toll. Toll gemacht. Gut. Dann bringen wir das Transportschiff jetzt erstmal hier hin. Die Armee, die muss ja noch ihre schwarze Flagge wegkriegen. Okay. So weit, so gut. Das scheint alles zu laufen. Da oben droht jetzt erstmal nichts, außer die 41.000, die machen mich ein bisschen nervös. Muss ich ja mal zugeben. Hamburg schließt ein Militärbündnis mit Frankreich. Merkwürdig. Ist Großbritannien denn raus aus dem Bündnis? Der Krieg ist zumindest beendet. Okay, das könnte natürlich für uns jetzt ein Problem werden. Also Utrecht hat verloren, aber auch nicht viel. Also musste offenbar nichts abgeben. Schade, dass wir nicht informiert wurden darüber. Und wir sehen tatsächlich hier britische Schiffe, die aber nicht ins Mittelmeer kommen, erfreulicherweise. Und was macht diese französische Armee? Sieht nach Cuenca. Na, ich denke, wir werden rechtzeitig da sein. Okay, wir müssen jetzt hier einfach mal die Belagerung beginnen. Beziehungsweise, wir tun es einfach. 41.000 können uns da nicht großartig schrecken. Und ich bin am Überlegen, wir haben doch hier noch eine neue Armee. Bringen wir sie hier hin? Ich denke ja. Das heißt, wir werden schon mal die eine Transportflotte hinbringen. 40.000 sind da zwar noch nicht zusammen, aber das kommt schon noch. Droht hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Eine dieser 40.000 Armeen können wir übrigens auch hier... Nee, können wir nicht. Nicht möglich zu erreichen wegen der Festung. Nee, dann steht das dort richtig, denke ich. Gut, 42% hier, da tut sich nichts Neues. Sollten wir hier ein bisschen mehr aufpassen. Was wollen die Franzosen? Wollen die hier rüber?
Karwick von der Pfalz besetzt, das stört nicht. Sie kommen jetzt von anderer Seite hier an Wien ran. Mainz besetzen wir. Mexiko ehrt das Bündnis mit Frankreich und ist nun auch mit uns im Krieg. Dabei hatte Holland doch gerade Mexiko angegriffen. Hier steht von diesem Krieg noch nichts. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Was, habe ich die Nachricht irgendwie falsch verstanden? Der Krieg ist hier nicht... Keine Ahnung, was das jetzt eben für eine Nachricht war. Oder war das noch ein anderer Krieg? Nee. Sehr komisch. Gut, wir gehen in die Schiffe und gehen dann erstmal wieder bei uns an Land, bevor wir die dann auch hier irgendwie hinbringen. Und wo die Franzosen dahin wollen, ist auch so eine Sache. Wer kommt hier? Französisch-Kolumbien. Greift mit zwei Schiffen dort an. Oha, hier haben wir die Armee des Kirchenstaates mit 80.000 Mann, die jetzt wieder zurück ist. Und die kann natürlich tatsächlich Stress machen. Aber wir bleiben bei unserer Offensivstrategie. Wir setzen jetzt auf unsere sehr, sehr guten Festungen hier im Rückraum und werden jetzt nicht irgendwie vorgehen gegen die. Wir lassen sie dort operieren. So, was machen die Franzosen hier? Die österreichische Armee, die haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Die ist also auch hier auf dem Weg. Ja, langsam wird es ein bisschen unangenehm. Aber warum umkreisen die uns hier so komisch? So, auf die müssen wir vor allem Acht geben, aber die kommt nicht in die Nähe unserer Soldaten. Das ist wichtig. Franzosen marschieren weiter südlich und wir haben Florenz gewonnen. Hervorragend. Damit haben wir 19% Kriegsstand. Dann ist es jetzt an der Zeit, ich würde mal sagen, hier im Süden Frankreich anzugehen. Beziehungsweise wir könnten als nächstes vielleicht, das ist vom Terrain her ein bisschen doof alles, aber wir könnten natürlich hier Österreich rausnehmen. Das nach wie vor existiert mit einer Provinz. Das könnte aber auch die Armee machen, wenn sie hier oben fertig ist. Ich glaube, wichtig ist, dass wir Avignon jetzt als nächstes mal angehen. Insofern, ja, marschieren wir voran, würde ich sagen. Wir bleiben jetzt hier bei der Offensivlinie. Wir gehen auch wieder komplett mit Gewaltmarsch vor. Ihr... Da kommen wir nicht hin. Okay, wie können wir Avignon... Wir können nur hier stehen zur Unterstützung. Ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Das ist natürlich jetzt mit den Festungen ein bisschen doof. Ist vielleicht Bern dann doch die bessere Variante? Also wir können nach Zürich, wir können nach Waldstätten, wir können nach Sundgau. Wisst ihr was? Dann werden wir... Österreichs Hauptstadt Bern, was auch irgendwie so ein Treppenwitz der Geschichte ist, doch als erstes angehen. Das passt mir jetzt besser. Gut. Das Blöde ist natürlich diese ganzen Feindarmeen hier, die uns jetzt das theoretisch wieder zurückerobern können. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, was die Verteidigung betrifft, des bisher Eroberten. Naja, marschieren wir erstmal hier hin. Also ihr geht dorthin. Ihr geht dorthin und ihr geht dorthin und vielleicht lassen wir zwei Armeen hier im Süden. Ist die Frage, ob das genügt, ne? Am besten bei den Festungen. Wir machen es erstmal. Vielleicht ist es eine blöde Idee, vielleicht auch nicht. So, was ist mit dieser Armee? Da fehlen immer noch 2000 Mann. Hier tummelt sich der Feind, das ist soweit okay.
Die Festung müssten wir relativ schnell hier unten haben. Okay, die Flotte hier benötigen wir eigentlich auch nicht mehr. Da überlege ich mal, wo wir sie hinbringen. Marokko marschiert hier durch, das ist gut. Vielleicht bringen wir sie mal in die Straße von Gibraltar, auch wenn sie keine großen Schiffe hat. Auch wenn das gefährlich ist, weil natürlich dort die Briten immer mal wieder vorbeisegeln. Aber ganz, vielleicht nicht ganz unwichtig, dass unsere Verbündeten hier eine Durchmarschmöglichkeit haben, um uns dann dort gegen Frankreich zu unterstützen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. So, 1000 Mann erledigen wir da mal so im Vorbeilaufen. Und es kommt Anfrage Utrecht Militärzugang. Was haben die denn noch für einen Krieg am Laufen? Gar keinen. Verstehe ich nicht. Dann ignorieren wir das. Das muss ja nun nicht sein. So, wie konnte. Oh, warte mal. Die 80.000 Mann, die konnten hier ziemlich einfach in unseren Rückraum geraten. Die sind hier irgendwie durchmarschiert. Das ist aber auch eine Achterfestung. Hier auch. Hier müssten sie also belagern. Also so einfach kommen sie da nicht durch. Insofern steht die Verteidigung. Brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Gut. 10.000 Mann sind hier am Marschieren. Hier sind wir bei minus 35%. Vielleicht. Oh, wir haben die Mauern durchbrochen bei minus 14. Das ist okay. Und hier unten könnten wir vielleicht die erste französische Festung gleich nehmen. Aber wir werden. Oh, verdammt! Hier ist jetzt das erste Malheur passiert. Ganz doof. Richtig doof. Wir wurden hier abgefangen. So, wartet mal. Wie gehen wir jetzt damit um? Wir sind hier auf dem Weg eigentlich nach Bern. Wir haben den. Ja, wir haben den Geländemalus gegen uns. Ich tendiere tatsächlich dazu, ehrlich gesagt, diese Schlacht verloren zu geben, weil in diesem Gelände diese Schlacht zu führen gegen einen guten Anführer, den wir jetzt hier gerade nicht parat haben, ist, glaube ich, nicht so klug. Lasst uns hier lieber. Ach nee, wir. Ah, wisst ihr was? Warte mal, aber so könnten wir unterstützen. Ach, verdammt, wir müssen hier rumziehen, um von dort die Unterstützung leisten zu können. Ach, das ist natürlich ungünstig. Das ist ja sehr ungünstig. Das ganze Gelände hier ist super ungünstig. Aber dort könnten wir, von dort könnten wir dorthin. Das würde gehen. Okay, dann machen wir das anders. Also dann zieht die Truppe dorthin. Und das geben wir jetzt mehr oder minder auf, wenn wir fliehen können. Am 27. Juli werden wir fliehen, falls wir nicht vorher komplett vernichtet werden. Ah, könnte passieren. Ja, die Armee ist vernichtet worden. Okay, das war Pech. Das ist das Problem an diesen. Ja, an diesen blinden Zügen gewissermaßen hier in feindliches Terrain. Das kann passieren, das wird uns nicht so doll zurückwerfen. Ich denke, der Plan bleibt weiterhin bestehen, auch wenn ich jetzt davon absehe, glaube ich, hier unten diese Verteidigungslinie zu halten. Dann werden wir hier uns, glaube ich, oben vernünftig bündeln. Hier kommen wir nicht hin. Das ist Ödland. Dann werde ich noch eine Armee hier positionieren und eine Armee hier unten. Und dann können wir uns, glaube ich, einigermaßen gegenseitig irgendwie unterstützen, dass das nicht nochmal passieren wird. Gut, liebe Leute, das wäre es dann erstmal für dieses Mal. Wir sehen uns dann wieder. Im Jahr 1808 sind wir ja ganz schön aufwendig, so einen finalen großen Krieg zu betreiben. Aber ich bin ganz optimistisch. Mal gucken, wie das weitergeht. Und vor allem sollten wir die Daumen drücken, denn das wäre jetzt wirklich tragisch, dass unser guter Padischah Süleyman II. Hier nicht abtritt. Hier bevor wir nicht unser Kriegsziel erreicht haben. Im Alter von 52 hat er hoffentlich noch genug Lebensmut und Lebensgeister, die ihn hier weitermachen lassen. Also bis dann, macht's gut, euer Steinballen.